Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus Wismar. Wir dürfen hier bei der Landrätin Kerstin Weiß zu Gast sein und natürlich Fragen stellen zu dem Thema, das uns alle im Moment umtreibt. Und das ist natürlich die Corona-Krise. Wie sieht es bei Ihnen im Landkreis aus, Frau Weiß? Wie ist der aktuelle Stand heute am Dienstag, den 17. März? Ich kann im Moment berichten, dass wir 3 Infizierte auf dem Landkreisterritorium haben. Das ist der Stand von 17.03.09:30 Uhr. Das kann natürlich in einer Stunde anders sein, wenn die ersten Testergebnisse vom gestrigen Tag wieder da sind. Wir haben 3 Infizierte, die unter Quarantäne gesetzt sind. Alle Kontaktpersonen ersten Grades sind unter Quarantäne gesetzt. Und wir hoffen natürlich, dass die Corona-Infektion sich langsam ausbreitet und es jetzt nicht zu einer schneeballartigen Verbreitung kommt. Lässt sich schon was im Hintergrund der Infizierten sagen? Wir wollen nicht wissen, wo sie herkommen oder wo sie wohnen. Aber sind sie ins Land eingereist? Kamen sie aus Feriengebieten, wie es ja oft bei Patienten der Fall war? Das ist so. Von 3 war die überwiegende Anzahl im Urlaub und hat das natürlich aus dem Ausland auch mitgebracht. Beziehungsweise man hatte Kontakt zu anderen bereits Infizierten in Deutschland. Die Herde sind ja unterschiedlich und die Ansteckungswege sind unterschiedlich. Letztendlich zählt, dass sie infiziert sind. Und natürlich jetzt sind auch noch alle in einem Alter, wo sie es relativ gut wegstecken müssten, unter Quarantäne gesetzt sind und keinen weiteren Kontakt zu anderen Personen haben. Das ist erstmal wichtig. Und wir natürlich die Kontaktpersonen ersten Grades auch unter Beobachtung halten, damit es zu keiner weiteren schnelleren Ausbreitung kommt. Wie funktionieren da die Abläufe? Wer ist dafür zuständig? Das ist ja das Gesundheitsamt. Schicken die dann ihre Leute raus, die dann auch meinetwegen Tests machen bei denen, die dann unter Quarantäne gestellt sind? Nein, eigentlich läuft es andersrum. Derjenige kommt zurück und soll, wenn er Symptome bemerkt oder meint, er könnte sich angesteckt haben, zu Hause bleiben und sich bei seinem Hausarzt melden. Und der Hausarzt veranlasst eine Testung. Und wenn dieser Test dann positiv ausgefallen ist, dann kommt unser Gesundheitsamt und sagt, du bleibst nicht nur bis jetzt, sondern ab jetzt auch noch weiter in Quarantäne, solange bis die Erkrankung abgeklungen ist, beziehungsweise wie wir auch herausgefunden haben, zu wem hattest du in den letzten Tagen Kontakt, engen Kontakt, und wen müssen wir dann, das würde dann zum Beispiel unser Gesundheitsamt machen, als Kontaktpersonen weiterhin testen, um die weiteren Infektionsketten zu erkennen und auch zu kappen. Ja, es gibt ja weitreichende Maßnahmen, die jetzt schon eingeleitet wurden, auch in Absprache mit der Landesregierung, auch mit der Bundesregierung. Das heißt, die Veranstaltungen sind untersagt, öffentliche Einrichtungen wie Museen oder Schwimmbäder sind geschlossen, auch hier in Wismar, auch im Landkreis. Wie sieht das aus mit dem Landratsamt, wenn ich dringende Fragen habe? Wie kann ich da weiterkommen? Also erstmal sind ja alle Schulen, alle Kitas geschlossen. Der ÖPNV funktioniert heute noch. Ab morgen stellen wir auf den Ferienfahrplan um. Es sind die öffentlichen Einrichtungen geschlossen, die Veranstaltungsverbote über 50 Personen ausgesprochen und Besuchsverbote für Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser ausgesprochen. Das Landratsamt an sich ist für die Öffentlichkeit auch geschlossen, sowohl hier an unserem Standort in Wismar als auch an unserem Standort in Grevesmühlen. Trotzdem sind wir da und wir arbeiten. Wir gehören ja auch zu einem Teil der Infrastruktur, die unbedingt aufrechterhalten werden muss, damit das Leben auch irgendwie weitergeht. Denn Leute brauchen ihr Geld, sie brauchen bestimmte Bescheide, um woanders was zu beantragen. Sie müssen versorgt und betreut werden. Darum muss sich natürlich auch weiterhin gekümmert werden. Deswegen stehen wir auch natürlich auch für Fragen zur Verfügung und bitten alle, die einen persönlichen Termin benötigen, den Sie gerne an einem Dienstag oder an einem Donnerstag wahrnehmen können, sich aber vorher bei dem zuständigen Sachbearbeiter anzumelden und sich einen Termin zu holen. Wir möchten verhindern, dass unkontrolliert Besucherstrom im Haus unterwegs ist, weil ein Infizierter dabei ist, dann wiederum andere ansteckt oder sogar die eigenen Kollegen, die dann ausfallen und wiederum nicht für die Bürger zur Verfügung stehen. Das wollen wir vermeiden. Nun gibt es Fragen von den Menschen, die zu Hause bleiben müssen, Angestellte, Selbstständige, die mit ihren Kindern zu Hause bleiben müssen, die keine Option haben auf Notfallbetreuung. Was ist die Botschaft an diese Menschen, die natürlich Angst haben, dass sie ihr Einkommen verlieren? Also zunächst erst einmal möchte ich alle aufrufen, Ruhe und Besonnenheit walten zu lassen. Wenn Sie zu Hause bleiben müssen und natürlich auch wollen, weil Sie sich ja selber und Ihre Kinder auch schützen wollen, dann ist das eine Zeit, die irgendwann zu Ende sein wird. Ich kann Ihnen heute auch noch nicht sagen, wann sie zu Ende sein wird, aber wir müssen sie gemeinsam überstehen, um die sozialen Kontakte soweit wie es geht zu vermeiden, um das öffentliche Leben soweit wie es geht einzuschränken, um nicht weitere Informationsketten aufzumachen, sondern sie im Gegenteil zu durchbrechen. Alles Weitere hat der jeweilige Beschäftigte mit seinem Arbeitgeber zu klären. Stellt der Arbeitgeber ihn bezahlt frei? Gibt es
Urlaub, muss er Überstunden abbummeln. Diese Dinge sind ja erstmal in Anspruch zu nehmen. Und natürlich wird irgendwann, wenn es über einen längeren Zeitraum andauert, auch die Frage stehen, was ist mit dem Betrieb? So und so viele Arbeitskräfte standen jetzt über Wochen oder Monate nicht zur Verfügung. Man konnte die Produktion nicht aufrechterhalten oder das tägliche Geschehen nicht bewältigen. Und sicherlich wird es auch Betriebe geben, Einrichtungen geben, die dann sagen, wir sind jetzt ja eigentlich kurz davor, hier die rote Fahne hissen zu müssen oder die weiße Fahne hissen zu müssen, besser gesagt. Das ist natürlich ein Fall dann für diese Hilfen, die angekündigt worden sind durch das Wirtschaftsministerium. Denn ganz oben steht natürlich in allererster Linie die Gesundheit zu schützen eines jeden Einzelnen. Aber die wirtschaftlichen Fragen stehen dann gleich dahinter an und es wird erhebliche Auswirkungen auch auf die Wirtschaft haben. Das steht schon jetzt fest. Viele Zuschauer beklagen sich auch, dass es eben verstärkt zu Hamsterkäufen geht, dass wenn sie in die Kaufhalle gehen, nach der Arbeit meinetwegen, die Regale oftmals schon leer sind. Ist das wirklich notwendig, dass man sich bevorratet? Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig. Wir haben eine gute Versorgung, die nach wie vor sichergestellt ist. Wir sind in einer täglichen Telefonkonferenz mit dem Land und das Land hat uns gestern nochmal gesagt, die Versorgung ist sichergestellt, die Lager sind voll. Und ich war gestern selbst einkaufen, habe das auch gesehen, dass die Regale weniger als halb voll sind. Und an der Kasse fand ich es sehr beruhigend, dass die Kassiererin gesagt hat, sie brauchen sich keine Sorgen machen zu der Kundin vor mir. Morgen ist alles wieder aufgefüllt und sie können morgen auch noch alles das kaufen, was sie vielleicht heute nicht bekommen haben. Hamsterkäufe sind aus meiner Sicht und Stand von heute nicht nötig. Wie geht es weiter? Jetzt hört man natürlich schon im Radio darüber, dass Unternehmen ihre Produktion einstellen, weil sie natürlich auch ihre Mitarbeiter teilweise nicht gefährden wollen, gerade große Unternehmen. Hier in Wismar wäre zum Beispiel die Werft betroffen oder eben die Holzwerkstoffe hier. Wie ist da der aktuelle Stand und was da zu erwarten? Wie gesagt, das entscheidet zunächst erst einmal jeder Betrieb, jede Firma für sich, ob sie die Produktion einstellen muss oder möchte, vielleicht auch aus vorbeugenden Gesichtspunkten. Das kann ja jeder auch für sich selber abwägen. Es wird sich, denke ich, nicht vermeiden lassen, denn wir wissen, dass die Krankheit da ist. Sie ist auch bereits in Nordwestmecklenburg angekommen. Sie wird sich auch weiter ausbreiten. Die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, dienen ja dazu, dass sie sich langsamer ausbreitet und nicht so extrem, sodass Tausende von Menschen auf einmal betroffen sind, sondern dass man im Prinzip nicht gleichzeitig, sondern nacheinander krank wird, um die medizinischen Kapazitäten für diejenigen vorhalten zu können, die es auch wirklich brauchen. Denn nicht jeder, der Corona hat, muss ins Krankenhaus. Man kann es auch zu Hause sehr gut aussitzen sozusagen und auch austherapieren und aushalten. Nur diejenigen, die eben schon vorerkrankt sind, ältere Menschen, für die brauchen wir dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch Betten und die müssen einfach da sein und die müssen frei sein. Und wenn ein Massenansturm kommt, das würden wir nicht schaffen. Und deswegen ist die Botschaft, bitte halten Sie sich aus dem öffentlichen Leben so weit wie es geht zurück. Wie wollen Sie es kontrollieren? Sie wollen ja auch letztendlich auch die Landesregierung, dass Geschäfte zum Beispiel auch nur noch bis 18 Uhr aufhaben, Restaurants auch nur noch bis 18 Uhr, Geschäfte sogar schließen. Wie geht das dann in der Praxis durchzusetzen und was sagen Sie natürlich den Ladeninhabern, die da Ausfälle haben? Die sollen sich ans Wirtschaftsministerium wenden. Also zunächst erst einmal habe ich für jeden Verständnis gesagt, oh Gott, wie soll ich das durchhalten? Ja, und wie soll ich das organisieren? Und das ist doch alles schwierig. Aber es ist eine schwierige Ausnahmesituation. Ich bin fast 30 Jahre beim Landkreis beschäftigt und so eine Situation habe ich in meiner Dienstzeit noch nie gehabt. Deswegen bitte ich einfach appelliere ich auch an die Bevölkerung und auch natürlich an die Ladenbesitzer, Restaurantsbesitzer, Besitzer von Tourismusbetrieben, die Hinweise und Ratschläge und Empfehlungen ernst zu nehmen. Und es wird ja auch in Kürze dann auch Erlasse geben und Verordnungen, die dann auch umzusetzen sind, so sie denn da sind, auch von alleine umzusetzen und nicht, dass man erst auffordern muss beziehungsweise kontrollieren muss. Da appelliere ich an die Vernunft des Einzelnen. Und wir werden dann natürlich auch dazu übergehen müssen, das zu kontrollieren. Dazu brauchen wir dann sicherlich auch die Ordnungsbehörden, jeglicher Ebene. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt sind wir ja erstmal dabei, auf die Verordnung zu warten und sie dann jedem bekannt zu machen, sodass wir auch erstmal auf die Vernunft des Einzelnen setzen. Denn wir sind alle erwachsene Leute und ich denke, wir wissen da, was auf uns zukommt und wir müssen einfach handeln. Ja. Haben Sie noch eine Botschaft, Frau Weiß, zum Abschluss an all jene, die natürlich in vorderster Front stehen? Das sind ja nicht nur die Kräfte in Krankenhäusern, bei der Polizei, bei den Sicherheitsdiensten. Das sind ja aber auch gerade die Menschen, die im Einzelhandel tätig sind und tagtäglich dafür sorgen, dass die Regale voll sind, ja, an der Kasse natürlich den direkten Kundenkontakt haben. Was ist Ihre Botschaft?
Erst einmal ziehe ich den Hut vor den Leuten, die ihren Job weiterhin so gut machen. Wir brauchen sie jetzt. Gerade jetzt ist eine schwierige Situation und die können wir nur überstehen, wenn wir gemeinsam handeln und gemeinsam stark sind und sie gemeinsam angehen. Natürlich muss jeder versuchen, sich so gut wie möglich auch selbst zu schützen, den Kontakt so weit wie es geht zu anderen Personen vermeiden. Und natürlich ja, die täglichen Hygienemaßnahmen, die wir aber alle schon beschrieben haben, die gehören natürlich dazu. Aber die Versorgung muss sichergestellt sein, die wichtigsten Dienstleistungen müssen sichergestellt sein und dafür brauchen wir die Arbeitskräfte wiederum, aber diese sind auch von den Arbeitgebern so weit wie es geht zu schützen und wir müssen hier einfach zusammenarbeiten. Wir müssen gemeinsam diese Krise bewältigen. Klare Botschaft, Frau Weiß, vielen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen hier aus Wismar am 17. März. Wir melden uns natürlich wieder und bleiben am Ball. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.